Wenn du selbstständig bist und umsatzsteuerpflichtig bist, musst du nicht nur einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgeben, sondern auch unterjährig Umsatzsteuervoranmeldungen. In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie du das Ganze ganz einfach mit Selfdesk erledigen kannst. Aber bevor wir jetzt auf meinen Bildschirm gehen, einmal ganz kurz zur Einordnung. Und zwar, wie oft muss das Ganze eigentlich gemacht werden? Du musst überhaupt erst Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, wenn du im Vorjahr über 2.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt hast. Also beispielsweise im Jahr 2025 musst du Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, wenn du im Jahr 2024, im gesamten Jahr 2024 über 2.000 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt hast. Und dann musst du quartalsweise eine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt schicken. Also fürs erste Quartal Januar bis März, dann hast du Zeit bis zum 10. April und April bis Juni, das zweite Quartal, hast du Zeit 10 Tage bis zum 10. Juli und Juli bis September, also das dritte Quartal, hast du Zeit bis zum 10. Oktober und das vierte Quartal geht von Oktober bis Dezember. Das musst du dann melden bis zum 10. Januar. Und das gilt für dich, wenn du über 2.000 Euro Umsatzsteuer im Vorjahr gezahlt hast und unter 7.500 Euro Umsatzsteuer. Oder wenn du Gründer bist, weil als Gründer hast du ja kein Vorjahr, hast deswegen logischerweise im Vorjahr gar keine Umsatzsteuer gezahlt, aber da hält dich das Finanzamt noch so ein kleines bisschen an der kurzen Leine und da musst du eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wenn du im Vorjahr über 7.500 Euro Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt hast, musst du das Ganze monatlich machen. Also immer 10 Tage nach dem jeweiligen Monat musst du eine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abschicken. Für gut laufende Selbstständigkeiten ist das Ganze also ein Thema, mit dem du dich monatlich beschäftigen musst. Und deswegen solltest du natürlich irgendeine Software haben, die dir das Ganze vereinfacht. Und eine Software, die einem das wirklich einfach macht, ist Selfdesk. Und genau das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich nehme dich mit auf den Bildschirm und wir gehen einfach mal den Prozess einer Umsatzsteuervoranmeldung gemeinsam durch und wir besprechen einmal da, was du jeweils tun musst, um diese Umsatzsteuervoranmeldung zum Finanzamt zu bekommen. Wir befinden uns auf der Startseite von Selfdesk und hier auf der linken Seite sehen wir das Menü und da sehen wir den Punkt Steuern. Und da klicken wir einmal drauf und dann sehen wir USTVA. USTVA steht für Umsatzsteuervoranmeldung. Und dann können wir hier auswählen, für welchen Zeitraum wir das Ganze jetzt machen. Wenn dein Zeitraum das Jahr ist, gibst du gar keine Umsatzsteuervoranmeldung ab, dann machst du einfach nur die Umsatzsteuerjahreserklärung. Und abhängig von deinem Voranmeldezeitraum, den ich ja gerade beschrieben habe, wählst du hier entweder das Vierteljahr aus, also das Quartal, oder monatlich. Gehen wir mal davon aus, dass ich das Ganze monatlich mache. Wir haben Oktober und ich möchte jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung für September abgeben. Und man sieht, hier stehen schon Zahlen drin. Das heißt, ich habe hier umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Hier gibt es noch ein paar ergänzende Angaben zu Umsätzen und auch abziehbare Vorsteuerbeträge. Und jetzt sprechen wir erstmal ganz kurz darum, wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande und was muss man da unter Umständen erstmal berücksichtigen. Und die ganz grundsätzliche Erklärung ist erstmal, dass du gewisse Umsätze hast. Das heißt, du hast Rechnungen geschrieben. Hier sieht man das. Ich habe also im Monat September Nettorechnungen geschrieben in der Höhe von 7.487 Euro. Und darauf habe ich dann Umsatzsteuer aufgeschlagen und zwar in Höhe von 1.124,10 Euro. Und die Kunden haben mir dann natürlich den gesamten Betrag gezahlt. Also sowohl die 7.500 Euro als auch diese 1.100 Euro. Die sind also bei mir auf dem Konto angekommen. Und davon abziehen kann ich die ganzen Beträge, die ich quasi an meine Dienstleister gezahlt habe. Das ist die sogenannte Vorsteuer. Das ist letztendlich auch Umsatzsteuer. Das ist aber die Umsatzsteuer, die ich halt auf den Eingangsrechnung erhalten habe und damit dann auch weiter bezahlt habe. Und das können wir mal ausklappen und da sehen wir hier auch Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen. Das heißt, das kann ich geltend machen. Das ist zum Beispiel für Bahntickets, für generell Einkäufe, Reisekosten und so weiter. Überall da, wo Umsatzsteuer enthalten war, kann ich diese Umsatzsteuer geltend machen. Und letztendlich ist die Rechnung, die ich dann pro Monat oder du vielleicht auch pro Quartal machst, ich rechne die Umsatzsteuer, die ich erhalten habe, minus die Umsatzsteuer, die ich gezahlt habe. Und das ist dann der Betrag, den ich zahlen muss. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, wie diese beiden Beträge, also diese beiden Positionen eigentlich zustande kommen. Und wir fangen oben an bei den umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen. Weil da sehe ich ganz häufig einen Fehler und so ein bisschen Verwirrung und ganz ehrlich, in ganz vielen Buchhaltungsprogrammen immer ein Fehler in den Einstellungen. Es gibt nämlich einen Unterschied, wann man diese Umsatzsteuer zahlen muss. Grundsätzlich kommen da zwei Zeitpunkte in Frage. Und zwar einmal der Leistungszeitpunkt, in der Regel ist das auch das Rechnungsdatum, und einmal der Zahlungszeitpunkt. Also wann musst du eigentlich Umsatzsteuer zahlen? Wenn du die Rechnung geschrieben hast oder wenn du das Geld bekommen hast. Und genau diese Unterscheidung wird bezeichnet als Versteuerung nach
vereinbarten Entgelten, das ist quasi der Rechnungszeitpunkt, oder nach vereinnahmten Entgelten, das ist quasi Geldeingang auf dem Bankkonto. Oder aber Sollversteuerung, Rechnungsdatum, Istversteuerung, Geldeingangsdatum. Und für dich günstiger ist es natürlich immer, die Steuer erst dann zahlen zu müssen, wenn du das Geld schon auf dem Konto hast. Weil sonst führt es unter Umständen dazu, dass du Umsatzsteuer abführen musst, obwohl du das Geld von deinem Kunden noch gar nicht bekommen hast. Und deswegen sollte es in deinem Interesse sein, wenn immer möglich die Istversteuerung zu wählen. Die Istversteuerung kannst du immer dann in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 800.000 Euro lag. Also zugegebenermaßen die meisten Einzelunternehmen können die Istversteuerung wählen. Das heißt, dann taucht hier dein Steuerbetrag erst auf, wenn du das Geld tatsächlich aufs Konto bekommen hast. Da gibt es aber zwei Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Und zwar der erste Punkt, du musst das erstmal in den Einstellungen einstellen. Und das machen wir einmal. Wir gehen hier auf Einstellungen, wir gehen auf Buchhaltung und Steuer, scrollen einmal runter und dann sehen wir hier einmal Sollversteuerung und Istversteuerung. Und wenn du die Möglichkeit hast, die Istversteuerung zu wählen, dann solltest du das Ganze hier auswählen. Das reicht aber noch nicht, denn ich sehe relativ häufig, dass Leute dann ihre Buchhaltung machen. Das heißt, sie erfassen alle Rechnungen, also die Eingangsrechnung, die Ausgangsrechnung ja sowieso, und dann war's das. Und dann machen sie die Umsatzsteuervoranmeldung. Aber wenn du jetzt eine Steuerberechnung hast, die basierend auf den Kontobewegungen, dann ist deine Buchhaltung natürlich erst erledigt, wenn du die Eingangsrechnung, die Ausgangsrechnung und die Bankkontobewegungen gebucht hast. Ganz konkret bedeutet das, du solltest, bevor du eine Umsatzsteuervoranmeldung abschickst, einmal in die Bank gehen. Dann siehst du hier die Geldeingänge und diese Geldeingänge oder auch Ausgänge musst du verknüpfen mit den jeweiligen Rechnungen und Ausgaben, damit die Umsatzsteuer korrekt berechnet wird, wenn du der Istversteuerung unterliegst. Sonst wird das Ganze halt gar nicht in die Berechnung mit einbezogen und ganz unwissentlich meldest du dem Finanzamt dann einen falschen Umsatzsteuerbetrag. Deswegen ganz, ganz wichtig, unbedingt die Bank buchen, vor allem dann, wenn du der Istbesteuerung unterliegst. Und hier siehst du zum Beispiel, die Fintax Solutions GmbH hat mir einen Betrag überwiesen in Höhe von 5.950 Euro und hier ist die Verknüpfung jetzt schon erledigt. Das heißt, ich kann mir jetzt hier die Rechnung nochmal anschauen und sage, spannend, die wurde jetzt also bezahlt, alles gut, sieht schön aus. Und wenn du das Ganze hier verknüpft hast, dann wird das Ganze auch korrekt in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt. Bei den Ausgaben ist das anders, also bei den Vorsteuerabzugsbeträgen. Da ist die Voraussetzung nämlich nicht, dass du gezahlt haben musst. Du kannst die Vorsteuer schon geltend machen, wenn du eine ordnungsgemäße Rechnung hast. Und ordnungsgemäß heißt, es müssen alle Rechnungsangaben enthalten sein. Das ist bei Ausgaben, die so international laufen, ganz häufig nicht der Fall. Da ist halt auch ganz häufig ehrlicherweise keine Umsatzsteuer enthalten. Oder bei Privatkäufen, da bekommst du einfach keine ordnungsgemäße Rechnung und da wirst du auch keine ordnungsgemäße Rechnung bekommen. Dann kannst du diese Beträge aber nicht mit Umsatzsteuer buchen und die hier jeweils geltend machen. Das heißt, hier sind nur die Beträge, ganz, ganz wichtig, bitte beachten, nur von Ausgaben, wo du eine ordnungsgemäße Rechnung hast. In Paragraph 14 ist aufgelistet, was alles auf so einer Rechnung stehen soll. Ich verlinke dir unten gerne auch in meiner Videobeschreibung nochmal eine Checkliste, dann kannst du die Eingangsrechnungen immer überprüfen. Du solltest grundsätzlich auch Rechnungen nur bezahlen, wenn sie korrekt sind. Also wenn sie nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht konform sind, weil erst dann hast du die Möglichkeit, diese Kosten hier abzusetzen. Und wenn du das Ganze nochmal überprüfen möchtest, dann kannst du das Ganze natürlich tun. Und zwar klickst du dann einfach auf Belege, wählst den jeweiligen Monat aus und siehst jetzt hier beispielsweise, ich habe in den Kosten Mietkosten, ich habe die Kosten für das Buchhaltungsprogramm, für Selfdesk. Übrigens, wenn du sagst, Selfdesk sieht ja echt ganz spannend aus, dann klick mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung vorbei. Da kannst du dir 50% auf Selfdesk sichern und dann kannst du in Zukunft deine Umsatzsteuervoranmeldung auch genauso machen. Und dann siehst du hier noch die Kontoführungsgebühren. Und da habe ich jeweils Belege. Ein Beleg muss nicht immer zwingend eine Rechnung sein. Das kann tatsächlich auch ein Mietvertrag sein oder aber ein Kontoauszug, wenn denn alle Informationen auf diesem Beleg stehen, die notwendig sind, damit es eine korrekte Rechnung ist. Das heißt, wenn all die Informationen, die auf einer Rechnung stehen müssen, auf einem anderen Stück Dokument stehen, wie zum Beispiel ein Vertrag, dann ist das auch eine Rechnung. Und ein kleiner Spoiler hier an dieser Stelle. Ab dem Jahr 2025 gilt die E-Rechnungspflicht. Das Ganze dauert noch so ein kleines bisschen, bis es eingeführt wird. Ab 2027 oder 2028 wird das dann ernst, aber in Zukunft wirst du auch eine E-Rechnung benötigen müssen, um die Umsatzsteuerbeträge in der Umsatzsteuervoranmeldung als Vorsteuer geltend machen zu können. Und dann gibt es in der Umsatzsteuervoranmeldung unter Umständen noch so ganz bestimmte Positionen und Beträge. Das sind zum Beispiel Umsätze, die gar nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Das heißt, für die du gar keine Umsatzsteuer zahlen musst, die aber einmal an das Finanzamt gemeldet werden müssen, damit das Finanzamt weiß, dass diese Umsätze existieren. Und das sind zum Beispiel
umsatzsteuerfreie oder nicht umsatzsteuerbare Umsätze. In meinem ganz konkreten Fall sind das meine AdSense-Einnahmen. Also ich habe ganz offensichtlich einen YouTube-Kanal und da wird Werbung abgespielt vor den Videos, nach den Videos und so weiter. Und da kriege ich immer einen kleinen Anteil ab. Und da bekomme ich Geld von Google. Google zahlt mir dieses Geld aber aus und Google hat den Sitz in Irland. Und Umsatzsteuer muss auf diese Umsätze in Irland gezahlt werden. Und das macht Google für mich quasi. Für mich ist das ein Umsatz, in dem Fall jetzt in Höhe von 2.351,16 €. Ich muss da aber keine Umsatzsteuer zahlen. Und dieser Betrag taucht auch auf meiner Umsatzsteuervoranmeldung. Und zwar hier, 2.351,16 €. Dafür muss ich aber keine Umsatzsteuer zahlen, weil Google das Ganze halt in Irland erledigt. Ich muss das Ganze trotzdem einmal melden, dem Deutschen Finanzamt, weil das deutsche Finanzamt meldet das dann quasi an Irland und Irland kann dann überprüfen, ob Google die Umsatzsteuer für diesen Umsatz korrekt in Irland abgeführt hat. Damit habe ich weiter nichts zu tun, aber ich muss das Ganze einmal hier korrekt erfassen, damit das Ganze hier drin steht. Das klingt jetzt vielleicht bis hierhin nach relativ viel Arbeit. Wenn du aber einfach Selfdesk kontinuierlich benutzt, alle deine Rechnungen darüber schreibst, deine Ausgaben hier hochlädst, kategorisierst und einfach die Bank buchst, also die Transaktionen mit den Belegen verknüpft, dann war es das eigentlich schon. Dann hat sich das Ganze nämlich einfach parallel automatisch erstellt und dann gehst du einfach am 10. des Monats hier kurz rein, Umsatzsteuervoranmeldung, wirfst nochmal einen Blick drauf und dann gehst du hier oben drauf auf Umsatzsteuer erstellen, bekommst noch eine Übersicht, kannst hier noch deine Steuernummer angeben, Namen, Adresse von deinem Unternehmen, also von dir, du siehst den Zeitraum, du siehst einen ganz kurzen Überblick, was wird jetzt eigentlich ans Finanzamt gemeldet, in meinem Fall also letztendlich nur 5 Zahlen und dann kann ich einmal hier draufklicken und dann ist das Ganze versendet. Wenn du dann später nachvollziehen möchtest, was du denn eigentlich für den September 2024 gemeldet hast an das Finanzamt, zum Beispiel, wenn du deine Umsatzsteuerjahreserklärung nächstes Jahr machst und wissen möchtest, ah, wie war das denn nochmal, was hatte ich denn damals gemeldet? Manchmal verändert sich auch rückwirkend nochmal was, weil du irgendwie nochmal eine Rechnung bekommst, die in diesen Monat gehört, dann kannst du hier unter Umsatzsteuervoranmeldung Protokolle das jederzeit nochmal einsehen und dir anschauen, was du denn da gemeldet hattest. Das Ganze sieht dann so aus, das heißt, das ist jetzt das Übertragungsprotokoll und damit ist deine Umsatzsteuervoranmeldung eigentlich auch abgeschlossen. Das heißt, jetzt hast du für die Buchhaltung alles erledigt. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, den du erledigen solltest, und zwar das Geld bezahlen. Weil bei der Umsatzsteuervoranmeldung ist das nicht so wie bei so einer Steuererklärung, dass du jetzt einen Steuerbescheid bekommst. Du musst quasi mit dem Absenden dieser Umsatzsteuervoranmeldung den Betrag auch einfach ans Finanzamt überweisen. Entweder hast du ein Lastschriftmandat beim Finanzamt, dann bucht sich das Finanzamt in dem Fall jetzt die 968,21 € einfach ab, oder aber du überweist das ganze Geld. Und wichtig, du hast immer 10 Tage Zeit nach einem Monat, um die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen und das Geld zu überweisen. Das heißt, du solltest die Überweisung tatsächlich jetzt sofort erledigen, sonst ja, läufst du Gefahr, irgendwie Säumniszuschläge aufgebrummt zu bekommen. Deswegen einfach einmal übermelden, kurz in Online-Banking reingehen, Betrag überweisen und dann hast du keine Probleme mehr damit. Ich hoffe, mit diesem kurzen Tutorial konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt einen Durchblick, wie du die Umsatzsteuervoranmeldung erledigen kannst. Wenn du sagst, Selfdesk sieht irgendwie ganz schön aus und offensichtlich ist der Prozess damit ziemlich einfach, ja, ist er deutlich einfacher als mit Elster Online und Co., dann schau dir mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an und da kannst du dir Selfdesk mit 50% Rabatt sichern. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema Umsatzsteuer, Umsatzsteuervoranmeldung, Selfdesk, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, dann schreib mir einen Kommentar unter diesem Video. Ich würde mich freuen und gib mir auch Mühe bei der Beantwortung. Ansonsten check gerne Selfdesk aus, gerne hier oder schau einfach eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.